Servus, meine bärtigen Kumpels, und willkommen zum nächsten Ladder Game. Erstmal sorry, dass es jetzt die letzten Tage keine Videos gab, aber ich hatte ein Windows-Update, welches mir meine ganzen Chipsatztreiber und das BIOS völlig weggehauen hat. Und ich hatte jetzt wirklich üble technische Probleme. Also bei mir ging gar nichts mehr, ich konnte gar keine Eingaben mehr machen. Und aus diesem Grund gab es jetzt die letzten Tage keine Videos, aber ich mache heute einfach mal ein oder zwei für euch. So als kleine Entschädigung sozusagen. Und nachdem ich ja weiß, dass ihr gerne die Zwerge seht, habe ich mir gedacht, ich bringe heute auch nochmal die Zwerge. Mit einem ziemlich typischen Zwergenbild. Wir spielen gegen die Orks. Und zwar haben wir eine Frontlinie dabei aus Langbärten hier an den Seiten und in der Mitte Hammerträger. Da müssen wir nur irgendwie aufpassen, dass wir die Hammerträger hier vor dem Fernkampffeuer unseres Gegners schützen. Dann haben wir eigentlich noch eine Menge Fernkampf dabei. Wir haben einen Gobbo-Werfer und eine Orgelkanone sowie einmal die Eisendrachen mit Trollhammer-Torpedos. Also eine ziemlich fette Nahkampfpräsenz. Dann haben wir noch einen Tain hier mit dem Schwert der Pein und einen Runenschmied sowie einen normalen Lord in der Frontlinie. Und wir haben noch zwei Slayer sowie zwei Langbärte mit normalen Schilden an den Flanken, einfach um, ja, zum Verteidigen halt einfach. Und er hat vier Schwarzorks, das ist schon mal eine ziemlich große Menge. Und im Grunde genommen würde ich, glaube ich, fast mit dem Katapult hier auf sein Katapult schon mal feuern, weil ich will eben, wie gesagt, unbedingt möglichst jegliches Fernkampffeuer vermeiden. Ich habe noch, also das auf meine Hammerträger geht. Also aus dem Grund würde ich gerne hier sofort die Gefahr töten, die hier für meine Elite-Truppen ausgeht. Also. Ja, stimmt schon, was ich gesagt habe, ja. Halt, Moment, nee, die müssen 6 sein, die hier sind mal 5. Und ich bin jetzt auch dazu übergegangen, immer den Plänkler-Modus auszuschalten. Okay, er schießt auf die Hammerträger, das ist schlecht. Wir bewegen uns einfach mal ein bisschen, dass er uns nicht so gut treffen kann. Aber wir haben hier schon seine Wolfsreiter schon ziemlich platt gemacht mit unserer Orgelkanone. Das ist schon recht gut. Und ich meine, gut, solange er auf unsere Hammerträger schießt, kann er uns natürlich... solange er auf unsere Hammerträger schießt, kann er natürlich nicht auf unsere, auf unser Katapult feuern, was dazu führt, dass er diesen Effekt von Gorgs Hammer nicht bekommt. Diesen Effekt, dass er unsere Genauigkeit verringert. Das ist schon ganz gut. Und wir haben jetzt halt aber schon 8 Hammerträger verloren. Das ist ein bisschen doof. Aber irgendwo hat er noch versteckte Truppen. Er hat natürlich noch fiese Schlitze. Definitiv. Aber wir haben halt unsere Krummelgarde, die Krummelgarde. Nee, die die Eisenbrecher hier. Nee, Entschuldigung, Langbärte haben wir hier. Was es uns natürlich ermöglicht, fiese Schlitze abzuwehren, weil die haben die letzte Mal, als ich es noch getestet habe, hatten die Langbärte dann ein ziemlich gutes Matchup gegen die, eine ziemlich gute Begegnung. Von daher passt es, denke ich, schon. Wir warten hier einfach noch. Ich warte jetzt noch so lange, bis unsere Fernkämpfer hier noch möglichst viel Schaden gemacht haben. Und erst dann greife ich an. Also ich will schon noch... Ja, okay, jetzt muss ich langsam hier schon mal den Befehl geben für den Angriff. Hier können wir uns schon mal ein bisschen um Grimgorg kümmern. Und jetzt haben wir halt ein bisschen ein Problem, dass unser... Holy shit. Hab's mir schon gedacht, dass hier jetzt seine Truppen kommen. Ich gehe einfach mal mit allem, was ich habe, hier rüber, weil ich glaube, dass das alles war. So. Unsere Hammerträger dürften aber trotzdem ganz gut mit seinen Schwarzorks fertig werden. Ich glaube, das müsste schon gehen. Wenn er uns jetzt hier zu nahe kommt, lassen wir unsere Katapult einfach stehen. Und hauen mit unserer Crew ab, was wir jetzt auch tun werden. Aber hier haben wir den Nahkampf schon gewonnen. Sehr geil. Das ist sehr gut. Unsere Helden gehen mal hier auf Grimgorg, weil alleine kriegen wir den nicht platt, ohne Unterstützung. Okay, hier, feuert jetzt sofort auf diese Kanone, hier gehen wir auch mal rein. Ich will, dass hier eigentlich alles auf der Seite auf Grimgorg geht, im Grunde genommen.
Unsere Slayer kommen hier mal rum, weil die sind nämlich ganz gut gegen den, gegen die Bogenschützen. Weil die müssten wir eigentlich fangen können. Unsere Orgelkanone macht da natürlich auch richtig Druck auf die Bogenschützen. Das ist schon ziemlich nice. Ja, aber er nimmt hier schon die Slayer aufs Korn. Im Grunde genommen könnte ich eigentlich mit dem Tyne auch mal die hier aufhalten nochmal. Und mit denen eigentlich auch. Unser Runenschmied macht gleich mal eine Rune des Zorns und der Zerstörung auf den hier. Und er hat hier unsere Katapult schon ziemlich überrannt. Bisschen doof. Aber hier auf der Flanke geht es trotzdem eigentlich ganz gut rein, was hier noch passiert. Das sind wahrscheinlich alles Nachtgoblins, von daher ist es schon okay. Aber so Goblins sollte man auch wirklich nicht unterschätzen. Die können schon Ärger machen, also so ist es jetzt nicht. So, hier brauchen wir jetzt auch mal unsere Truppen. Die hier, das war ein Fehler von mir, dass die hier jetzt zu weit gekommen sind, hier diese Nachtgoblins. Aber gut, passiert mal. Es sind halt kaum noch Hammerträger da, das ist halt das Problem. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem jetzt gerade, dass wir so wenig Hammerträger noch haben hier unten. Und außerdem ist auch noch ein Problem, dass hier diese Nachtgoblins mit am Start sind, die ja unseren Truppen, eigentlich hätte er das schon noch gewinnen können, aber die Nachtgoblins sind einfach eine super gute Futtereinheit, gerade diese Jungs, die nicht fliehen. Ja, er hätte vielleicht von seinen Goblins noch mehr, die noch mehr aufteilen sollen, aber schaut mal her, die Orgelkanone hat schon richtig reingehauen. 190 Kills, das ist echt eine gute Einheit mittlerweile. Und die Hammerträger ist halt so eine Einheit, die können sich schon ganz gut gegen die Schwarzorks behaupten. Sind ja auch ein bisschen teurer als die Schwarzorks und müssten auch gegen die gewinnen. Und hier die Langbärte, ich habe schon damit gerechnet, dass er mit vielen Schwarzorks in der Frontlinie kommt. Das ist einfach so verlockend. Und yo, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ciao.